Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum 16. Teil unserer Serie My First Trade. An meiner Seite heute wieder Lenard. Guten Morgen, Lenard. Wie geht's dir? Moin, Carlos. Grüß dich. Ja, mir geht's hervorragend. Also, ich kann mich nicht beklagen. Gut wie immer. Genau. All-time high. Na, wir zeichnen das Video ein in den Krypto. Alle, die gehodelt haben, wir haben gerade soeben das All-time high erreicht. Und es geht heute um Widerstände, Unterstützung. Das braucht man beim Krypto-Trading, beim Aktientrading, aber auch bei unserem ersten gemeinsamen Trade, My First Trade. Und da wollen wir noch mal ein bisschen tiefer an dieser Tafel euch aufzeichnen, was sind Widerstände und Unterstützung. Dazu hole ich mir wieder Montagsmaler für die Älteren. Ein Stift oben, ein Stift unten. Und ich zeichne jetzt mal die Kurse hier so rauf, runter. Und dann geht es wieder runter. Und dann mache ich noch mal einen Strich hier. Und rein, runter. So, und wir haben jetzt hier verschiedene Linien. Und ein Widerstand, meine Damen und Herren, und so habe ich das gelernt, wenn mehrmals ein Kurs an einen Preisbereich ankommt, dann nennen wir das Ganze hier Widerstand. Wenn der Kurs unten mehrmals unten aufsetzt, einmal hier, einmal da und vielleicht sogar hier nochmal versucht abzuprallen, dann nennen wir das Unterstützung. Und manchmal ist es so, dass die Unterstützung wie Butter rausläuft und der Kurs dann sich auf einem nächsten Level wieder findet, dass er hier die Unterstützung hat, da die Unterstützung und theoretisch, wenn er wieder hochkommt, wäre das, was zuerst unsere Unterstützungszone war, ist dann die Widerstandszone. Und so kann man anfangen, im Chart sich Linien einzuzeichnen. Und ja, von der Erfahrung her geht man eigentlich eher in den größeren Bereich rein. Welche Zeitebene gehst du zurück? Wo fängst du an, die Charts dir anzuschauen? Also ich finde, es kommt natürlich darauf an, auf welcher Zeitebene man tradet. Aber so meistens, finde ich, macht ab M15, also sprich 15 Minuten pro Kerze, Sinn. 4-Stunden-Chart finde ich immer sehr gut für solche Analyse-Methoden, einfach um sich da Linien einzuzeichnen, Widerstände, Unterstützungen. Genau, es kommt natürlich dann bei uns darauf an, wenn wir auf Tagesebene handeln, sind natürlich die auf Tagesebene spannend und auch immer so die, sage ich mal, übergeordnete Zeitebene. Also, dass man sich vielleicht auch mal den Wochenchart anschaut und mal schaut, okay, wo stehe ich da und wo habe ich hier interessante Widerstands- und Unterstützungszonen. Das Wort will ich mal noch kurz hervorheben, weil es sind wirklich immer Zonen ganz wichtig. Es ist selten jetzt eine Linie genau, wo man sagt, und da prallt der Kurs genau ab, sondern es sind immer so Zonen von ein paar Punkten, wo man sagt, einfach okay, wenn der Kurs da abprallt, zum Beispiel kommt von unten, prallt aber ab und fällt wieder, dann haben wir da eben den Widerstand und andersrum genau die Unterstützung. Und warum wir das auch aufzeichnen, wir haben es ja im letzten Video, falls ihr es nicht gesehen habt, bitte einmal Video Nummer 15 anschauen, um 14 und 13 und 12, aber wir haben in dem letzten Video gesagt, wenn wir ein Hoch haben, gekennzeichnet mit der Sonne, versuchen wir einen Short Trade einzugehen. Und wenn wir theoretisch hier oben eine Sonne hätten und wir würden vielleicht hier irgendwie Short gehen, dann sind diese Preisbereiche, die wir haben, die Widerstände, Unterstützung wichtig, wo wir eventuell auch einen Trade laufen lassen können. Absolut. Gerade wenn wir mit einem positiveren CRV arbeiten. Wenn wir, und das machen wir bei My First Trade, auf Tagesbasis traden, würde ich euch empfehlen, den Monatschart und den Wochenchart sich zu öffnen und da die Widerstände, Unterstützung einzuzeichnen, dann haben wir auf der Zeitebene D1 einen guten Überblick. Das Ganze werden wir nächste Woche nochmal in dem MetaTrader uns anschauen und wie man das auch da wunderbar einzeichnen kann und abspeichern kann. Ja, das war Widerstände, Unterstützung und wenn das eine Etage tiefer geht, wird aus der Unterstützung von unten wieder ein Widerstand. So einfach ist es, also kein Hexenwerk. Ja, Lena, das war kurz und schmerzlos. Ja, genau. Und nächste Woche gehen wir nochmal tiefer rein in diesen Bereich und dann nähern wir uns, ja, ich glaube noch zwei, drei Teile und dann denke ich mir, können wir es eventuell wagen, unseren ersten Trade anzusetzen. Mit Ihnen gemeinsam. Und Sie kennen die Währung, ist nicht Bitcoin und nicht Euro-Dollar und nicht DAX, sondern Daumen hoch, wenn euch dieses Format gefällt. Und wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche.